Eine neue Folge, eine neue Nacht. Wir beginnen gleich Tag 15 und schicken gerade unsere Jägersleute raus. Aus irgendeinem Grund sind wir hier anscheinend maximal besetzt, weil ich nicht glaube. Späher sind angekommen in Wetterwarte. Okay. Es befindet sich keine Menschenseele in der Wetterwarte, aber alles scheint funktionstüchtig zu sein. Wir könnten herausfinden, woran die Wissenschaftler von Winterheim gearbeitet haben. Das wäre cool. Düstere Vorhersage. Wir haben die Aufzeichnungen der Wissenschaftler gefunden. Sie sagen voraus, dass die große Kälte noch viel schlimmer werden wird. Aber noch beunruhigender ist, dass ihre Beobachtungen schon vor Monaten plötzlich abbrachen. In der Vorratskammer ist keine Dose Fleisch übrig. Nicht einmal ein Brotkrumen ist zu finden. Es ist offensichtlich, dass sie diesen Ort für immer verlassen haben. Vom Dach der Wetterwarte aus können wir die Stadt Winterheim sehen. Nice. Dann nehmen wir die Rohstoffe. Das hier ist eine Kohlemine. Das da ist Winterheim. Du, ich weiß, soll erstmal eigentlich zu Winterheim, aber Kohle, Leute, das ist wichtig. Und ihr könnt dahin. Das dauert zwar 2 Tage, aber kriegt dahin. So. Es ist Nacht. Das Team jagt. Jüngste Berichte von der Wetterwarte sorgt bei den Einwohnern für Gesprächsstoff. Sie haben Angst, weil eine so wichtige Anlage offensichtlich verlassen wurde. Manche beginnen sich zu fragen, ob die Evakuierung aus London eine gute Idee war. Einige klagen ganz offen: Ich wusste, wir hätten niemals herkommen sollen. In London gab es wenigstens richtige Häuser statt Zelte und Holzhütten. Wir werden noch früh genug Antworten haben. Die Hoffnung sinkt leicht. Ja, aber nur leicht. Leicht. So, dann kann ich ja die ganzen Leute nicht richtig verteilen kann. Ja, zumindest ein paar Arbeitsplätze wieder richtig verteilen. Warum kann ich da nicht? Du bist nicht maximal besetzt. Es sind 0 verfügbar. Verstehe ich nicht. Das sind alles einfach Ingenieure? Glaube ich nicht. Ah, seht ihr? So, irgendjemand obdachlos? Nein, aber 13 Leute haben Hunger und ich habe auch tatsächlich nicht mehr so viel zu futtern. Und das liegt daran, dass du, also dass die Jäger irgendwie nicht so viel finden. Scheiße, das hätte ich nicht machen sollen. Jetzt habe ich die unterbrochen, oder? Ja, ich hoffe nicht. Kohle wird jetzt, wenn wir Kohle bekommen, nicht mehr so das Problem, aber Futter wird es. Oh ja, Futter, Futter, Futter. Wir haben 226 Mäuler zu stopfen. Oh, das wird echt übel. 5 Rationen haben wir noch. 4, 2, 1. Die Kranken futtern ja auch. Haben kein Essen mehr. Nichts mehr zu beißen. Die Kammern sind leer und der nächste Tag wird übelst kalt. Na, was heißt übelst? 40 Grad minus, aber das ist trotzdem heftig. Uff. Okay. Lassen die Nacht mal ein klein wenig schneller laufen. Da ziehen die Jäger los. Los. Zieht Leine und holt Rohnahrung rein. 20, 40, 60, 80 solltet ihr kriegen. Das sollte dann noch verarbeitet werden können zu 100. 60 Nahrung. Ist ja nicht voll besetzt, aber trotzdem. Ich bin gespannt.
wie viel sie ran schaffen. Es ist morgens um 5. Gleich wird's arschkalt. Also was ich bei dir auf jeden Fall brauche, ist... ja, dass das andere Speisehaus auch erträglich wird, damit wir die 80 Rohnahrung dann noch verwandeln können. Es wird jetzt kälter, ich hoffe, das mit der Heizung und mit der Reichweite reicht dann aus. Sollte. Die Zelte sind dann wieder kühl und dann heißt es aber auch, dass ich weitere Baracken bauen muss. Und noch eins kann ich. Es sind zwar wieder 15 obdachlos. Temperatur sinkt. Ja, das habe ich irgendwie mitbekommen. So, es ist nur noch für 6 Stunden. Speer sind angekommen. Okay. Ups. So. An der Kohlemine. Diese Kohlemine war bis vor kurzem noch in Betrieb. Auch wenn die Maschinen sich aktuell nicht bewegen, scheint mit ihnen alles in Ordnung zu sein. In jedem Fall ist die Mine verlassen. Wenn wir die Maschinen auseinandernehmen, können wir sicherlich viele Rohmaterialien erbeuten. Nur die gelagerte Kohlemine nehmen oder zerlegt die Maschinen für Rohstoffe. Wir werden eine Menge Rohstoff erhalten, allerdings werden wir nicht länger in der Lage sein, die Mine in Betrieb zu nehmen. Wir könnten die in Betrieb nehmen. 202 Metall, 208 Holz, 267 Kohle, 2 Dampfkerne. Wir nehmen nur die Kohle mit. Mit dem Rest... Außenposten hierhin senden, um einen Außenposten zu errichten. Wie mache ich das denn? Ja, dann zeig ich mal an. Außendepot. Bau eines Außendepots erlaubt es, die Einwohner als Außenpostenteam arbeiten zu lassen. Im Außenpostendepot kannst du Außenpostengruppen erstellen. Wähle das Gebäude mit X aus, um das Fenster des Außenpostendepots zu öffnen und Einheiten zu erstellen. Das ist ja nett. Okay, muss ich das hier bauen oder in meiner Stadt? Ich glaube ja in der Stadt, ne? Ich glaube in der Stadt. Lass mal gucken. Muss ich wahrscheinlich erforschen. So, 60 Nahrung sind schon da. 60 sind aber nicht 80. Ich muss wieder überall die fucking Heizung anmachen. Sonst funktioniert es nicht. Das wird wieder so viel Kohle fressen. Sammelstelle, Sammelstelle, Stahlwerk, Stahlwerk. Überall ist die verfickte Heizung an. Gut. Dann ziehen wir überall die Jäger raus. Und hoffen, dass die Nahrung, die sie geliefert haben, reicht. Voll besetzen. Voll besetzen. Voll besetzen. Ist voll besetzt. Muss ich noch voll besetzen. Ist voll besetzt.
Ah, da kann ich den Automaton dran arbeiten lassen. Okay, passt mal auf. Dann ist das. Ah, warte, nee, das Treibhaus ist schon so kind of sort of wichtig. Okay. Oh, warte, aber. So, jetzt ist der Automaton auch hier. Ah, shit, warte. Nee, das macht keinen Sinn. Das war natürlich nicht so clever. Oh, es ist kühl. Oh, Leute, es ist kühl. Okay, was ich aber machen kann, ist, wenn ich genug Holz habe, ein weiteres Sägewerk bauen und da den Automaton dran packen. Und zwar hier oben. Korrekt? Ich denke ja. Da ist es kalt. Scheiße. Oh fuck. Wer ist das? Die Suche nach anderen Städten. Mann aus Winterheim. Wir haben am Rande unserer Stadt einen erschöpften Mann gefunden. Er sagt, er kommt nur aus Winterheim, einer Siedlung ganz in der Nähe. Und dass er der letzte Überlebende sei. Winterheim ist tot. Alle sind tot. Es gibt in diesem verfluchten Ödland keine Hoffnung, genau, Hoffnung, keine Hoffnung zu überleben. Ihr seid alle dem Untergang geweiht. Ihr müsst fliehen. Das waren seine letzten Worte. Wir sind also allein. Wir sind allein. Die Neuigkeiten haben alle in der Stadt schockiert. Hier sollten viele Siedlungen und Bautruppen sein. Menschen, die ein normales Leben in von Generatoren geheizten Häusern führen. Aber wir sind allein. Die Hoffnung sinkt. Oh. Hierher zu kommen. Vergebliche Liebes. Alter! Wir sind alle so tot. Shit! Die Leute rasten richtig aus. Winterheim ist gefallen. Sie sind alle tot? Wie sollen wir ohne jede Hilfe überleben? Wir müssen zurück nach London. In dieser Eiswüste gibt es keine Hoffnung für uns. Die Einwohner beginnen sich zu versammeln, als sich das Schicksal Winterheims in der Stadt herumspricht. Einige wollen alles stehen und liegen lassen, nach London fliehen. Panik breitet sich aus. Ich muss ihnen ein Ziel geben. Wähle unseren Weg. Oh, shit, Leute. Ist das euer Ernst? Okay. Leute sind aufgewühlt, Angst und Zweifel quälen sie. Sie haben die Hoffnung auf unser Überleben verloren. Die Verzweiflung könnte sie schnell zu leichtsinnigen Taten verleiten. Du musst sie durch eine gemeinsame Zukunftsvision vereinen. Entscheide jetzt, was ihnen ein Ziel geben und die Hoffnung wiederherstellen kann. Sonst herrschen in unserer Stadt bald dieselben chaotischen Zustände, die auch Winterheim vernichtet haben. Wir haben die Möglichkeit, Ordnung und Disziplin oder Glaube und spirituelle Kraft. Beide Wege sind interessant, glaube ich. Aber wo Chaos herrscht, muss Ordnung einher. Der Glaube wird uns hier nicht weiterhelfen. Das ist der Weg, den wir jetzt gehen. Vielleicht spiele ich irgendwann mal eine Runde, wo wir Glaube und spirituelle Kraft nutzen, aber ich entscheide mich für Ordnung und Disziplin. Nachbarschaftswache, so. Nachbarschaftswache.
Wir müssen mobil machen und zusammenstehen, um Einwohnern in Not zu helfen und vor Unruhestiftern zu schützen. Neues Gebäude, Wachturm. Wachtürme steigern die Hoffnung der Einwohner, die in der Nähe leben. Du musst 2 Wachtürme bauen. Okay, machen wir. Irgendwie, machen wir. Ja, New Law in the City. So, jetzt lasst mich kurz mal was gucken. Arbeiten die Leute überhaupt? Was ist das? Jagdhütte. Bei dir ist kalt, ne? Ah, super. Deswegen konnten da nur 10 rein. Weil es bei dich einfach kalt ist. So, warte. Ein Einwohner ist gestorben. An Tag 15 starb einer unserer Leute. Sind erfroren. Scheiße. So, ich habe 2 Stunden für die Wachtürme. Die kosten 15 und 5 Stahl. Ja, dann. Mach du mal. Automaton. Ich hab dir ein Ziel gegeben. Los. Baue. Baue ab. Hole Holz. Okay. Dann baue ich hier einen hin und hier einen hin. Glaube ich. Oh shit, jetzt geht's richtig ab, oder was? Einige wollen gehen. Tja, sie haben die Mehrheit der Einwohner überzeugt, aber die Hoffnung ist gering. Manche sind immer noch so verängstigt, dass sie nach London fliehen wollen. Sie drohen damit, in 15 Tagen zu gehen. Ihr sagt, Ordnung rettet uns? Blödsinn. Werden wir etwa ganz geordnet entscheiden, wer zuerst gegessen wird, wenn wir am Verhungern sind? Wenn wir nicht versuchen, nach London zu kommen, enden wir wie Winterheim. Macht, was ihr wollt. Wir gehen. Beruhigt euch. Wir werden nicht sterben. Deine Einwohner sind geteilter Meinung. Einige von ihnen sind so verängstigt, dass sie in 15 Tagen nach London fliehen wollen. Sie versuchen, andere zum Mitkommen zu überreden und nutzen deren Unzufriedenheit aus. Angst kann Menschen zu verzweifelten Taten verleihen. Erhalte den Frieden, gib den Leuten Hoffnung, bekämpfe ihre Unzufriedenheit, um die Stadt sicher durch die drohende soziale Krise zu führen. Ach du Scheiße. Die Londoner. So, warte, jetzt muss ich gerade mal was gucken. So, mehr Anzeigen. Die Londoner sind eine Gruppe von Menschen, die derart von der Situation verängstigt sind, dass sie nach London zurückkehren wollen. Sie sind in dem törichten Glauben, dies sei der einzige Weg, um zu überleben. Ist die Hoffnung der Einwohner gering, werden sie sich den Londonern anschließen. Bei einem hohen Hoffnungswert werden die Einwohner diese verlassen. Die Londoner werden deine Herrschaft anfechten, Konflikte provozieren und die Einwohner dazu drängen, die Stadt zu verlassen. Die Intensität der Konflikte ist von allgemeinem Zustand der Gesellschaft abhängig. Shit! Das ist das Letzte, was ich gebraucht habe. Treibhaus erforscht. Wuhu! Lass mal kurz reingucken. Okay, damit habe ich hier alles. Rohstoffe, Kohle nicht das Problem, Holz das Problem, Mauerbohrer, klingt gut, ich habe gerade aber nicht genug Holz. Ich brauche auch noch Holz, um Zelte in Baracken zu verwandeln. Ich glaube, es bleibt jetzt auch erstmal eine ganze Zeit lang bei minus 40 Grad, ich habe dann keine Besserung gesehen. Okay, Erkundung, Heizung war durch. Okay, dann warten wir mal ein bisschen. Obwohl, warte. Was kostet das Sägewerk? 10. 10. Oh, warte. Da. Ah, hier an den Stellen kann ich... Ah, oh, was ist das denn? Mauerbohrer. Da kann ich was anderes bauen. Oh, shit, Junge. Oh, shit.
Das wäre trotzdem ganz nice hier, ne? Da geht natürlich gerade nicht. Super. Ne, kann ich nicht. So, ich muss diese komischen Wachte... Was ist das denn? Hier können robuste Pflanzen angebaut werden, die bis zu 30 Rohnahrung pro Tag erzeugen. Ist doch nett, braucht aber Dampfkerne. Wie viel habe ich? 2. Schick. Oh, die Kohle. Ich brauche die Kohle. Warte mal. Was mit dem Team? Der ungefähr was? 800 Kohle pro Tag liefert? Leck mich fett. Okay, pass mal auf. Dich habe ich vergessen wieder zurückzuschicken. Das tut mir echt leid. So. Das heißt, die Scheiße kommt später. Gut. Türme wolltet ihr haben, ne? Ein Wachturm. Boah, wie das klingt. Wachturm. Yeah. Soll irgendwie Gebäude abdecken, ne? Grenzt nicht an Straße an. Ja, ist doch voll fancy und so. Grenzt nicht an Straße an. Jetzt schon. Ja, Holz ist uns ausgegangen. Ich hab's verstanden. War schon wieder zu viele. ...18 Londonern in 14 Tagen. Lass nicht zu, dass die Londoner den Stadtfrieden stören. Ja, das kann ich auch nicht zulassen. So. Was auch immer du da machst, mach es bitte einfach schneller. Nee, das bleibt jetzt eine ganze Weile lang so kalt und das wird bestimmt noch sehr viel kälter. Sehr, sehr, sehr viel kälter. Aber sinkt die Hoffnung da weiter oder was ist da los? Leute, geht uns doch gar nicht so scheiße. Ich meine, okay, wir haben jetzt nicht so mordsmega viel zu frete, aber 2 Dampfkerne, 81 Stahl. Läuft doch. Ist doch okay und so. So, noch ein Wachturm, den stellen wir mal. Das sind Baracken, ne? Ja. Wir den da auf. Dann haben wir die hier und die hier kontrolliert. Fühlen sich ein paar Leute ein bisschen sicherer. Muss ich da jetzt noch Arbeitsplätze? Ja, natürlich. Und Hate mache muss ich das auch. Ist das nicht prima? So. Ätzend, sowas. Ätzend. Oh Mann. Ich darf nicht vergessen. So, ich hoffe, du arbeitest weiter. Wenn nicht, dann sind wir alle im Arsch. So.
So, die Sammelstelle, die Sammelstelle. So, und jetzt müsste das eigentlich mal laufen hier. So. Nehmen wir da raus. Packen wir da rein. Jawoll. Jawollo. So, dann machen wir jetzt überall die Heizung aus, wo nicht gearbeitet wird. Da. 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 Du brauchst eh keine. Was bist du? Sanitätsstation, okay. Was bist du? Speisehaus. Brauch nachts keine Heizung. Sanitätsstation, sage ich schon. Ich meine Speisehaus. Ja doch, Speisehaus braucht keine. Sanitätsstation braucht immer. Werkstatt. Nope. Brauchst du nicht. So, Kohle sparen. Okay. So, wie läuft das weiter? Was lasst ihr euch jetzt nachts einfallen, hä? Wachtürme gebaut. Hoffnung steigt, Leute. Hoffnung steigt. So, was lasst ihr euch jetzt einfallen? Kalte Unterkünfte. Captain, einige unserer Einwohner sind besorgt wegen der niedrigen Temperaturen. Oh. Beginne innerhalb von 24 Stunden mit dem Beheizen von 5 kalten Unterkünften und heize sie 2 Tage lang. Oder beheizen wir einige. Ich sage, wir beheizen alle. Der Automaton sammelt weiter. Wir haben nicht so viele kalte Unterkünfte. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5. Ich hoffe, dass ich mir das jetzt nicht verkacke. Die müssen nur gebaut werden. So, 10. Na komm schon, ihr habt 33 Leute. Arbeitet, baut, macht, tut. Londoner sind bei 18. Auf dem Friedhof beginnt eine Beerdigungszeremonie. Wo ist nochmal unser Friedhof? Ist das das hier? Da ist die Signalstation. Das ist das Wirtshaus. Wo hatte ich den Friedhof hingeballert? Leute, was soll ich euch sagen? Menschen sterben. Das ist scheiße. Aber so ist das Leben. So, du haust hier weiter Holz durch. Wie viel hat das gute Ding denn noch? 1200. Was machst du jetzt? Machst du weiter oder? Ja. Ich weiß, das ist mega dumm, das zu machen eigentlich, aber ich muss ja die ganzen Unterkünfte irgendwie warm kriegen und das geht nur, indem ich sie zu Baracken baue. Ich meine, ich kann sie noch anders beheizen, aber stelle mindestens erträgliche Lebensbedingungen in Unterkünften sicher. 5 Stück. Und das sind die 5 hier. Und das tue ich dadurch, dass ich da Baracken drauf baue. So, ich hoffe, der geht jetzt hier einfach nur
tanken und mache dann weiter. Ich kriege aber auch Holz rein. Das ist gut. Oh, drei Leute verhungern fast. Scheiße. Hier hinten. Nee, warte. Da habe ich, glaube ich, noch ein bisschen Platz für Treibhaus oder so. Okay. Ich muss mich aber erstmal um den Barackenscheiß kümmern. So, und jetzt noch eins. Das kostet ja zum Glück immer nur 12, wenn ich es auf ein Zelt setze. Dann müsste ich jetzt ja genau das nächste bauen können. Da sind zwar 25, aber bei Futter. Treibhaus kostet 20 und eine Dampfkern. Jetzt lass uns mal gucken, wo wir das noch hinpacken können. Hier ist noch was Platz, je nachdem wie groß das ist. Ansonsten wäre hier noch was Platz. Okay. Okay. Das wäre echt schön, wenn jetzt keiner verhungert. Das wäre echt Bombe. Frage ist ja eh, warum verhungern die? Wir haben nicht zu verhungern. So, okay. Wachtürme gucken sich da ein bisschen um. Und da hinten ist halt ein bisschen Chaos, aber ist irgendwas kalt. Ja, Speisehäuser. Die brauche ich dann ja über den Tag. Mit die Rohnahrung verarbeiten. Bitte nicht verhungern. Bitte nicht verhungern. Es ist nur noch Kohle für 3 Stunden übrig. Oh, Jesus Maria. Scheiße. Londoner gewinnen zusätzliche Anhänger dazu. Fick die Hände. Sir, die Einwohner, die nach London gehen wollen, konnten ihre Freunde und Nachbarn dazu überreden, sich ihnen anzuschließen. Es war nicht schwer, sie zu überzeugen, da sie wenig Hoffnung auf unser Überleben haben. Oh, das wird echt heftig. Richtig heftig. So, das müsste doch jetzt hier. So. Treibhaus. Wohin? Oh Gott, ist das groß. Oh Gott. Wie soll ich das denn beheizen? Fuck you, Alter. Bis dahin. Und dann muss ich da tatsächlich noch eine Dampfzentrum bauen, wa? So. Ups. So. Und nicht noch mehr. Dampfkerne. Wir haben gerade unseren ersten Dampfkern verwendet. Dampfkerne sind eine wertvolle Komponente, was fortschrittliche Technologie angeht. Dampfkerne können nicht in der Stadt hergestellt werden. Sie müssen darauf vertrauen, dass unsere Späher während Expeditionen welche finden. Ich verstehe. So, und dann brauche ich noch 20 für ein weiteres Speisehaus. Dann müsste ich genug haben eigentlich. So. Kommen die Leute jetzt mal rein, oder was? Ich will das Versprechen halten. Los. Alles erträglich. Bam. Alle Unterkünfte warm. Los, lass die Hoffnung was steigen. So. Baut hier Schweine. So. Kohle, Kohle, Kohle. So, die Leute sind noch 6 Stunden entfernt. 6 verfickte Stunden.
Sammelstelle, Sammelstelle. Stahl lassen wir mal aus. Stahl habe ich. Aber die Dinges. Ihr habt es erträglich, ne? Okay. Aber das muss ich gewährleisten. So. Und... Ne, du nicht. So, und dann hoffe ich, dass das irgendwie gut geht. Oh shit, warte. Okay, das Futter ist da. Warte. Oh shit, das war das Falsche. Da, Jagdhütte. Leer. 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 Da muss ich nicht unbedingt was reinsetzen, aber... Voll. Voll. Warte, brauche ich nicht. Okay, da habe ich schon überall. Da kann ich, brauche ich aber nicht unbedingt. So, jetzt habe ich 63. Ja, komm, scheiß drauf, dann. Braucht ihr da aber auch die Heizung an, sonst bringt das nämlich ja nichts. So. Lass kurz gucken. Warum ist es da kühl? Weil ich da gerade erst die Heizung angemacht habe, ne? Was bist du? Ach, da ist Treibhaus und du bist noch nicht fertig. Okay, so. Kohle, bitte. Höher. Die Leute hungern nicht mehr. Oh, nur noch 5 Stunden, bis die Späher da sind, glaube ich. Ich muss Kohleminen erforschen. Ich muss die Kohlemine erforschen. Dann habt ihr wenigstens was zu tun in der Werkstatt. Gerade nur 9 Kranke? So scheiße geht's uns eigentlich gar nicht. Außer Futter. Aha! So, an mit dem Scheiß. So. Und das zweite Speisehaus muss ich gleich bauen. Obwohl, eigentlich... passt das ganz gut. Das sieht alles so verfickt knapp aus. Die Sache ist, ich habe auch noch nicht gesehen, wo ich diesen Außenposten bauen kann. Anscheinend muss ich den doch auf der Karte bauen. Guck mal hier, klicke ich drauf. Hier kann Außenposten eingerichtet werden, der ungefähr 800 Kohle macht. Okay. Kann ich draufklicken? 15 Tage. Damit wir die Mine später erneut in Betrieb nehmen können. Aber wirklich was tun kann ich nicht. So, die sind fast da. Automaton arbeitet hier auch am Holz, damit ich gleich meine nächste
Speisedingensbums bauen kann. So. Speisehütte. Boah. Leute, Leute, Leute. Warum ist die Hoffnung so im Arsch, Leute? Kann doch nicht sehen. So viele Kranke habe ich gerade nicht. Das heißt, so viel Futter wird auch gerade nicht durch die gefressen. Vielleicht muss ich die Suppen strecken, aber das senkt dann wieder die Hoffnung. Ah! So, weiteres Speisehaus. Das wollte ich nämlich hier hintersetzen. In die bedampfte Zone. Einmal da, wohin? For the lols. Also es kommt mehr Kohle rein, ja, aber ich muss den ausmachen. Wie, ich habe mein Versprechen gebrochen. Oh, letzte Warnung. Verzweifelte Einwohner. Sir, die Einwohner sprechen offen über ihre Pläne, sie zu stürzen. Ihre Hoffnung beraubt. Sehen sie keine Zukunft für unsere Stadt. Und sie geben ihnen die Schuld. Wachen schicken, um sie zum Schweigen zu bringen. Oder wir müssen ein paar Tage durchhalten. Du hast 2 Tage Zeit, die Hoffnung zu steigern. Toll. Rechtzeitiges Eingreifen. Sir, ein Kind ist auf den Generator geklettert. Es rutschte ab und fiel, aber glücklicherweise war ein Mitglied der Nachbarschaftswache dort auf Patrouille und konnte es auffangen. Dann hat die Wache das Kind zu seiner Mutter gebracht und beiden ins Gewissen geredet. Das hätte mit einem gebrochenen Bein oder noch schlimmer enden können. Wenn unsere Wachleute nicht wären, kommentierte ein Nachbar, ein Glück, dass wir sie haben. Bin froh, dass es ein gutes Ende genommen hat. Okay. So. Generator fährt runter, aber ich muss halt irgendwie, ich muss Kohle sammeln. Bezeuge die Einwohner, dir weiter Vertrauen zu schenken. Ja. Wie kann ich die Leute jetzt noch weiter zufriedenstellen? Kohleabbau erforscht. So, lass mal gucken. Kann ich nicht. Kann ich gerade alles nicht. Mauerbohrer. Sind in die Stadt zurückgekehrt. So. Wir haben Kohle. So, Unzufriedenheit sinkt. Aber Reichweite 2, okay. Lass mal gucken. Mauerbohrer wäre interessant, oder? Da kommt man an Holz. Ah, wie komme ich an verfickte Nahrung zusätzlich? Außer durch jetzt so Sachen wie das Treibhaus. Ich könnte natürlich noch ein Treibhaus bauen. Und setze das halt hier hinter. So, da so hin. Ne? Weil wegen ist sich so. Das kann ich natürlich machen. Ja, dann baue ich ein zweites. Dann habe ich hoffentlich genug Nahrung drin. So, Leute. Die Situation sieht nicht so hoffnungslos aus. Wie sie. Also sie sieht sehr hoffnungslos aus, aber es ist nicht so hoffnungslos, wie es scheint. Sagen wir es so. Sagen wir es so. Lass uns kurz mal gucken. Kannst du noch irgendwo hin? Ja, du kannst zur Kohlemine. Kannst da noch Zeug rausholen, aber dann kann ich die Kohlemine nicht nutzen und ich will die Kohlemine nutzen. Aber ich habe gerade. Ja, obwohl gerade. Ist immer so ein. Gerade, ja, ist er. So, Feierabend.
Passt auf, Leute. Ihr arbeitet nichts. Du arbeitest... dich lassen wir mal an. Das Speisehaus arbeitet nicht. Du arbeitest nicht. Die Sammelstelle arbeitet nicht. Die Sammelstelle arbeitet nicht. Die Speisehäuser arbeiten nicht. Okay. Das mit dem Abschalten des Generators war selten dämlich. Ich hätte da noch unten hingucken sollen und noch ein bisschen durchlaufen lassen müssen. Gut, dann kann ich hier auch Leute rausziehen. Und zwar Leute, die... nein, doch. So, ich habe ein bisschen was zu futtern. Es sind nicht so viele Leute krank. So. Aber es sind jetzt alles Baracken. Das ist schon mal schön. Das heißt also, die ganzen Hütten sind zumindest erträglich gekühlt. Geheizt. Geheizt, nicht gekühlt. Ich muss hier nichts kühlen. Gut, das soll es dann aber gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, wir sehen uns für ein paar weitere wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.